Es ist immer wieder ein gutes Gefühl, auf jemanden zu treffen, wo man sagt, aha, der ist wohlwollend und da gibt es eine gegenseitige Unterstützung. Und das trägt zum Wohlwollen in meinem Leben bei und ich hoffe auch in deinem Leben, Martin. Und da geht es dann um Work-Life-Balance. Überall, wo ich hinkomme, sagen die Leute gerne mal, Work-Life-Balance, ja, das brauche ich auch. Und Work-Life-Balance in meinem Verständnis, Work-Life-Balance ist immer gern hier Arbeit und da privat. Und das ist aber in der heutigen Zeit so zusammengerutscht und es geht bei Work-Life-Balance darum, eine sinnvolle Arbeit zu machen und das in einem gelungenen Leben einzubetten. Wir gehen nicht arbeiten, um unsere Arbeitskraft zum Markte zu tragen und hier dann ein Einkommen zu kriegen, damit wir uns es dann privat gut gehen lassen können. Also dieses Trennen hat mit Work-Life-Balance relativ wenig zu tun. Dieses Verständnis herrscht aber gerne mal vor. Für den heutigen Input habe ich mir zwei Thesen überlegt. Das erste ist, dass in den Unternehmen gern nach Kennzahlen und nach Strukturen gearbeitet wird und dass Unternehmenssysteme wie alle Systeme sehr komplex sind und es äußerst problematisch ist, in diese Systeme beherrschen zu können. Und wir glauben immer, diese Systeme beherrschen zu können. Es geht mehr auf die Beziehungsarbeit, die in den Unternehmen stattfinden soll und nicht die Abarbeitung von Kennzahlen. Da werde ich kurz einmal eingehen drauf. Und das Zweite ist, meiner Meinung nach, und darum dieses Beispiel genannt, es geht um das Wollen, Martin. Wenn einer von uns beide nicht wollen würde, dann würde man niemals Ergebnisse erzielen. Und so kommen wir immer wieder zu guten Ergebnissen, weil wir halt wollen. Warum Work-Life-Balance im Unternehmen so wichtig ist, drei Punkte ganz kurz genannt. Der Christian Hinterrecker vom erfolgreichen Unternehmen Doppelmayr in Vorarlberg sagt, in unseren Produkten sind wir austauschbar und sehr stark vergleichbar. Was uns ganz stark ausmacht, ist die Unternehmenskultur. Und das jemand, der in Seilbahnbau Weltmarktführer ist. Wenn Sie sich anschauen, was die Leute wollen, und in den letzten 10 Jahren in den Umfragen ist das Gehalt immer so an 4., 5., 6. Stelle, was den Leuten wichtig ist für die Arbeitszufriedenheit, das ist ein erfüllendes Arbeitsgebiet, ein gutes Arbeitsklima und eben nachgeordnet und es rückt immer, also nicht mehr an erster Stelle, sondern immer an 3. oder 4. Stelle erst das Gehalt. Und dann ist für Unternehmen noch eine wichtige Kennzahl, bin ich in der Lage, die Leute an meine Unternehmen zu binden oder habe ich einen großen Wechsel? Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Work-Life-Balance, also Zufriedenheit im Leben mit der Arbeit und wenig Fluktuation. Und wenn ich es darauf anlege und sage, naja, die sollen halt abarbeiten und die Funktion wahrnehmen, dann sind die Leute eher geneigt, schneller wieder zu gehen und sie sind eher geneigt zu bleiben, wenn das Ganze für sie Sinn macht. Also könnte man an Fluktuationsraten ablesen, ob die Leute eine gute, stabile Balance im Unternehmen haben. Sie können es von einer anderen Warte her auch aufbauen und sagen, wir arbeiten seit Jahrzehnten gerne mal in Kontrollsystemen und glauben eben, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Wenn man systemisch denkt, und ich weiß, ein paar Systemiker sind unter uns, das heißt, wenn jemand in einem System sich einbringt, erstens einmal kommt er ins System rein, dann bringt er sich ein und über das Einbringen verändert sich was und diese Veränderung wirkt wieder auf mich zurück. Da wird sehr schnell, sehr bald, sehr komplex und da brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir das in irgendeiner Form sozusagen gut beherrschen können. Sie sind gut beraten und das ist die, mit diesem Thema bin ich gerne mal eingeladen zu Vorträgen über moderne Arbeitswelten. Die setzen Beziehungen, Selbstbestimmung, Vertrauen, das Ganze sehen und Möglichkeiten sehen viel mehr in den Mittelpunkt als über Kontrollsysteme zu arbeiten. Warum ist das so?
ein paar Stichworte. Salutogenese heißt, wie bleiben wir gesund und nicht, was macht uns krank. Oft sind wir bei Burnout-Themen gerne mal dabei zu analysieren, wo liegen die Probleme. Salutogenese, um es nur ein paar Stichworte zu nennen, Wertschätzung, Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, das sind so die Dinge, die wir, wenn es im Unternehmen gut sein soll, gut brauchen können. Mit dem gleichen arbeiten die Motivationsleute, die sagen auch, Wertschätzung, soziale Einbindung, Autonomie, das sind die wichtigen Punkte, die uns gut beim Unternehmen halten. Und Martin, du hast mich seinerzeit auf den Herzberg gebracht und hast eingebracht, Geld ist nur ein Hygienefaktor, das heißt, das Geld muss schon stimmen, aber über eine gewisse Motivation hinaus bringt Geld keine Motivation mehr und da brauchen sie eben Autonomie, soziale Eingebundenheit, Wertschätzung, diese Dinge. Den Stress, nur so viel dazu gesagt, können Sie sehr hoch halten, wenn Sie die Anforderungen hoch halten und die Autonomie niedrig und die Kontrolle auch hoch. Das heißt, in Kontrollsystemen, die sind sehr stark anfällig, den Stress hochzuhalten. Und in Vertrauenssystemen, wenn es stark um Spielräume und Autonomie geht, könnten Sie stressvermindernd wirken. Und Intuition, mit dem habe ich mich jahrelang beschäftigt, unter Druck und unter Angstbedingungen geht Intuition nicht. Und dreimal dürfen Sie raten sozusagen, wie viel gute Ideen im Stress entstehen und wie viel gute Ideen woanders entstehen, wenn Sie es unter wohlwollenderen Bedingungen haben. Ich habe 450 Leute gecoacht, da habe ich ebenfalls festgestellt, dass die Zufriedenheiten sehr stark aus den Persönlichkeiten herauskommen. Wenn die Leute Zuversicht zu sich selber haben und Zutrauen zu sich selber haben, dann fangen sie an loszugehen. Und dann fangen sie an, die Möglichkeiten zu sehen und dann bleiben sie auch bei der Sache. Und in Firmen geht es oft darum, sozusagen die Dinge einordnenbar zu machen. Und sie können die Leute schwer einordnenbar zu machen. Sie haben eine ganz andere Persönlichkeit wie ich und sie haben eine ganz andere Persönlichkeit wie ich. Aber wenn wir gemeinsam gute Haltungen erzeugen können, dann brauchen wir an unseren Persönlichkeiten nichts ändern. Und das ist der entscheidende Faktor. Oft wird herumgedockt und sagt, die sollen diese Funktion haben und so, so sein. Die Verschiedenheit macht uns aus und die Innovationen kommen über die Verschiedenheiten, aber ähnliche Haltungen im Unternehmen sind wichtig dafür. Fazit. Auf persönlicher Ebene gibt es 5 Punkte, die Sie gut in Balance bringen. Arbeit, Gesundheit und vor allem Sinn. Und 2 Punkte werden gerne mal, wenn man sehr in Stress kommen, vernachlässigt. Das sind die sozialen Beziehungen und die eigenen Bedürfnisse. Sozusagen, wenn es darum geht, nur mal 1 Stunde dranzuhängen oder 2 Stunden in der Arbeit dranzuhängen, dann wird gerne mal der private Termin abgesagt oder andere Termine abgesagt. Also soziale Beziehungen in der Arbeit und außerhalb der Arbeit könnten Sie ablesen, wenn Sie diese Beziehungen kaum noch leben können, dann sind Sie vermutlich auch nicht sehr in der Balance. Sie regeln das über Kooperation und Kommunikation. Für diese Kooperationen und Kommunikationen sind eben diese Haltungen und das Einbringen der Persönlichkeiten so wichtig. Und schauen Sie immer, dass Sie von sich selbst ausgehen, ob Sie jetzt im Vordergrund stehen wollen oder ob Sie sich in die zweite Reihe stellen wollen. Es ist immer wichtig, wie Sie ausgerichtet sind. Und nicht, dass Sie von außen her positioniert werden und sehr außengesteuert und über Zuruf agieren. Und wenn Sie von der persönlichen Ebene weggehen und jetzt die Unternehmensebene einnehmen und sagen, okay, wenn wir diese Motivatoren und die salutogenetischen Inputs haben und sagen, von innen heraus agieren, Wertschätzung, Handhabbarkeit, Selbstwirksamkeit, all diese Dinge, wenn Sie die systematisch im Unternehmen betreiben, dann haben Sie gute Chancen,
dass sie Leute im Unternehmen haben, die mehr in Balance sind als sonst. Und wenn sie es damit kombinieren, dass sie sagen, für das Privatleben und im privaten Leben oder für die Persönlichkeit sind Selbstwert, Lebensfreude und Vertrauen sehr wichtig, dann können sie genau über diese Faktoren die Brücke schlagen. Und dann kann es zu Effekten kommen, dass sie sagen, es ist nicht nur so, dass ich in Balance bin, sondern und die Arbeit mich aus der Balance bringt, weil ich arbeiten gehen muss, sondern sie haben den umgekehrten Effekt im besten Falle, dass sie sagen, die Arbeit sorgt zusätzlich für Lebensfreude und für Stabilität. Und ganz zum Schluss noch, wenn sie an solchen Punkten angelangt sind und das nach innen leben, dann können sie das nach außen tragen. Und dann sind wir bei einem Stichwort, und das heißt Arbeitgebermarke und Employer Branding. Und dann können Sie nicht nur mit Ihrer Produktmarke punkten, sondern nicht nur mit was Sie machen, beziehungsweise da können Sie auch damit punkten, wie Sie etwas machen und wofür Sie stehen. Und das wird von Mitarbeitern geschätzt, die bei Ihnen arbeiten. Das wird von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschätzt und das wird vor allem immer mehr von Kunden geschätzt. Und dann sind wir beim wirtschaftlichen Erfolg und um das geht es, wenn wir da herinnen sind und wenn wir zusammenarbeiten. Danke für die Aufmerksamkeit.